In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie einfach es ist, zwei kleine Kirschen zu häkeln. Was wir für dieses Projekt benötigen, ist ein bisschen rotes und grünes Garn. Ich benutze für beide Farben Catania Grande. Außerdem eine Häkelnadel passend zur Wolle, in meinem Fall sind es 4 mm. Eine Wollnadel, eine Schere und ein bisschen Füllwatte. Links zu dem Bestandteil findet ihr in der Beschreibung des Videos oder auf meiner Webseite. Wir beginnen mit der Farbe Rot und einem Fadenring. Anleitungen zu einem Fadenring und festen Maschen sowie Luftmaschen findet ihr in meinem Kanal. Es folgt eine Luftmasche. Nun häkeln wir insgesamt 6 feste Maschen in diesen Fadenring. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir suchen uns jetzt das kurze Ende des Fadenrings und ziehen diesen so, dass sich die Maschen zu einem Kreis schließen. Das Loch in der Mitte sollte möglichst komplett geschlossen sein. Wir beenden diese Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche und einer Maschenanzahl von 6. Wer möchte, zieht am kurzen Ende nochmal ein bisschen nach, sodass sich das Loch in der Mitte wirklich vollständig schließt. Die nächste Runde und alle folgenden beginnen wir mit einer Luftmasche. In dieser Runde werden wir nun jede zweite Masche verdoppeln. Das heißt, wir beginnen mit einer festen Masche in diese Masche. In die nächste Masche häkeln wir insgesamt 2 feste Maschen. 1 und noch eine zweite in dieselbe Masche. In die nächste Masche arbeiten wir wieder nur eine einzelne feste Masche. Und wieder 2 in die nächste. So arbeiten wir bis zum runden Ende weiter. Wir sind bei 9 festen Maschen angekommen und schließen diese Runde wieder mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Die nächste Runde beginnen wir mit einer Luftmasche. In dieser Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Das heißt, wir starten mit je einer festen Masche in die nächsten beiden Maschen. In die dritte Masche häkeln wir nun insgesamt 2 feste Maschen. Es folgen 2 einzelne. Und wieder 2 feste Maschen in die nächste Masche. Neun und 10. Und die letzten beiden wieder in eine Masche. Wir beenden diese Runde mit einer Kettmasche und einer Maschenanzahl von 12. Die nächste Runde beginnen wir wieder mit einer Luftmasche und anschließend häkeln wir eine Runde je eine feste Masche in jede Masche.
Und 12. Wir beenden wieder mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Nun häkeln wir sozusagen das Ganze wieder zurück. Wir beginnen mit einer Luftmasche. Wir werden in dieser Runde jeweils immer die dritte und vierte Masche zusammen häkeln. Wir beginnen wieder mit je einer festen Masche in die ersten zwei Maschen. Die nächsten beiden Maschen häkeln wir jetzt zusammen zu einer festen Masche. Dazu stechen wir in die nächste Masche ein und holen uns den Faden, schließen die feste Masche jedoch nicht ab, sondern beginnen sofort die nächste. Auch hier holen wir uns wieder den Faden durch, sodass wir jetzt drei Schlingen auf der Nadel haben. Wir holen uns den Faden erneut und ziehen ihn durch alle drei Schlingen. Es folgen wieder zwei einzelne feste Maschen. Die dritte und vierte Masche häkeln wir wieder zusammen. Noch einmal je eine feste Masche in die nächsten beiden. Und ein letztes Mal in dieser Runde die nächsten zwei Maschen zusammenhäkeln. Wir beenden auch diese Runde wieder mit einer Kettmasche und einer Maschenanzahl von 9. Als nächstes nehmen wir uns etwas Füllwatte und stopfen die kleine Kirsche aus. Die neue Runde beginnen wir wieder mit einer Luftmasche. In dieser Runde häkeln wir nun jede zweite und dritte Masche zusammen. Wir starten mit einer festen Masche in die erste Masche. Die nächsten beiden häkeln wir wieder zu einer festen Masche zusammen. Wieder eine einzelne feste Masche. Und noch einmal zwei zusammen. An dieser Stelle ziehen wir den Faden jetzt heraus und schneiden ihn großzügig ab. Nun nehmen wir uns die Wollnadel zur Hilfe und vernähen das Loch auf der Oberseite. Zum Abschluss einen Knoten, damit sich die Kirsche nicht wieder öffnet, und dann verstecken wir den restlichen Faden einfach in der Mitte. Den Rest schneiden wir ab. Diesen kleinen roten Ball müsst ihr nun noch ein zweites Mal häkeln. Die beiden Kirschen sind nun fertig. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Stiel oder das kleine Ästchen, an dem wir die beiden aufhängen. Dazu nehmen wir uns jetzt das grüne Garn und beginnen mit einer Anfangsschlinge. Lasst hier unten ruhig etwas mehr überstehen, damit ihr das später zum Vernähen nutzen könnt. Nun schlagen wir 40 Luftmaschen an.
und 40. Hier ziehen wir den Faden heraus und schneiden ihn etwas großzügiger ab. Beide Enden noch einmal schön festziehen. Wir nehmen uns jetzt wieder unsere Wollnadel und werden nun die jeweiligen Enden der Kette mit einer Kirsche vernähen. Auf dieser Seite seht ihr den Fadenring, den wir zu Beginn gemacht haben. Wir nähen den grünen Faden auf der anderen Seite an. Einen wirklichen Tipp, wie man das am besten hinbekommt, kann ich euch leider nicht geben. Versucht den Faden nur möglichst fest zu vernähen, damit kleine Kinder durch Reißen und Ziehen nicht sofort wieder alles voneinander trennen. Zum Abschluss einen Knoten in das Ende und den restlichen Faden in der Kirsche verstecken. Hier den Rest wieder abschneiden. Die erste ist fertig. Nun wiederholen wir das Ganze noch einmal für die zweite Kirsche. Zum Abschluss noch einen Knoten in die Mitte der Kette. Fertig sind unsere Kirschen. Hat euch die Anleitung gefallen? Dann freue ich mich über ein Like.